Zwei Kandidaten. Zwei Entscheidungen. Teilen oder klauen? Wie gierig ist Berlin-Brandenburg? Das 50.000-Euro-Experiment. Ich sehe in ängstliche Gesichter. Ihr steht kurz vor einer ganz wichtigen Entscheidung, die euer Leben vielleicht beeinflussen könnte. Je nachdem, wie dringend ihr dieses Geld tatsächlich braucht. Wichtig ist nochmal festzustellen, ihr kennt euch beide nicht. Nie vorher begegnet. Nein? Nein. Wir haben auch dafür gesorgt, dass ihr während des Aufenthalts hier im Sender getrennt seid. Tja, es geht jetzt um 10.000 Euro. Ihr steht vor dieser wichtigen Entscheidung, klauen oder teilen. Ihr habt ab sofort maximal 60 Sekunden Zeit, euch zu besprechen. Und die Zeit läuft ab jetzt. Ich first. Also, lieber Fabian, ich würde gerne mit dir teilen, weil ich finde, Familie ist das Wichtigste. Ich würde gerne, dass wir hier beide mit einem lachenden Gesicht rausgehen, weil ich würde auch gerne das Geld, einen Teil des Geldes haben. Mir würde die Hälfte auf jeden Fall reichen. Ich würde so gerne mit meinen Kindern in den Urlaub fahren. Ich würde ihnen diese Freude unheimlich gönnen. Sie müssen immer neidisch hören, oh, die anderen fahren in den Urlaub und wir nicht. Und ich weiß, sie wollen mir da kein schlechtes Gewissen machen, aber ich glaube, sie leiden sehr darunter. Und ich würde dir das Geld genauso gönnen, wie ich es mir gönne. Würdest du mir versprechen, dass du teilst? Das würde ich dir versprechen. Ich möchte auch unbedingt teilen, weil ich brauche nur diesen 5.000-Euro-Part. Einmal für die Firma und zum Zweiten, weil ich das mit meiner Mutter genauso durchhabe, dass wir uns das nicht leisten konnten und so weiter. Deswegen kann ich dich davon ganz verstehen. Deswegen teilen ist für mich, da kann ich dir die Hand drauf geben. Das ist für mich. Dann gebt euch die Hand. Die Einzelsituation. Das war der Handschlag. Mhm. Sie haben sich die Hand gegeben. Gut, dann geht es jetzt an die Umschläge. Vor euch liegen jeweils zwei Umschläge. Guckt rein, um zu sehen, was drinsteht. Teilen oder klauen. Klauen oder teilen. Pass auf, dass keiner gucken kann. Und dann entscheidet euch für einen Umschlag. Teilen oder klauen. Fertig? Fertig, ja? Ja. Okay. Ja. Dann, Katrin, gib mir deinen Umschlag. Das ist der rote. Ich nehme den blauen Umschlag von Fabian. Zwei Schritte zu mir. Okay, wir haben jetzt beide Umschläge. Die Entscheidungen sind gefallen. Beide haben sich versprochen, wir teilen. Aber das muss ja nicht stimmen. Vielleicht hat irgendeiner eine Schwäche beim anderen erkannt und hat gesagt, der teilt, ich klaue und will alles haben. Katrin, ich meine, wenn du genau hingehört hast, hat er gesagt, ich würde es dir versprechen. Bisschen eindeutiger wäre, ich werde es versprechen. Was glaubst du, kannst du Fabian trauen? Jetzt ich, so. Ich hoff's, auf jeden Fall. Also er sieht auf jeden Fall vertrauenswürdig aus und ich glaub schon. Fabian, Katrin steht dir gegenüber, ihr habt euch die Hand gegeben. Versprochen zu teilen, glaubst du, sie macht das? Ich glaube schon. Sie hat da ziemlich viel Herz für ihre Familie. Also. Ihr habt uns die Umschläge gegeben und die öffnen wir jetzt. Ich öffne Katrins Umschlag, Alex öffnet Fabians Umschlag und dann... Und dann sehen wir, was passiert. Und beide gucken so, als wenn sie vor einem ganz schwierigen chirurgischen Eingriff stehen würden beim Zahnarzt. Beiden ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schlecht. Legen wir los? Ja. Katrin, du fängst an mit dem Umschlag von unserer Lady. Teilen. Klauen! Das ist das Spiel. Schweigen. Fabian. So ist das Spiel. Ich hab's nicht wirklich abgenommen. Nicht abgenommen, dass sie teilt? Genau. Weil? Weiß ich nicht. Jetzt wirkte alles zu... dramatisch, weiß ich nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen das jetzt nochmal feststellen, laut den Regeln gewinnt Fabian in diesem Moment 10.000 Euro bei 94.3 RS2 und Katrin geht leer aus. Tut mir leid, wirklich. Katrin, was sagst du? Ich gratuliere, mich gönn's ihm. Und gehst mit gutem Gewissen nach Hause. Ja, ich bin mit nichts gekommen und ich hatte einen schönen Morgen. Ist okay. Weißt du, es ist so krass, da gewinnt der Fabian gerade 10.000 Euro und es ist trotzdem irgendwie eine beklemmende Stimmung hier im Studio. Schlechtes Gewissen? Ja, doch. Ja. Aber
Du kannst dich auch ein bisschen freuen. noch nicht. Das kannst du auch nicht sagen. Richtig machen. 94,3 RS2. Der Supermix.